Hallihallo und herzlich willkommen zum vierten Teil von Fast Neon Racing. Ich muss mal nachgucken, ob ich das Fast Racing Neo. Wir fahren den letzten Cup in der Anfängerliga. Und zwar den Neon Cup und hoffen mal wieder auf eine Goldmedaille. Wir haben auch ein neues Wägelchen freigeschaltet, diesen hier. Geschwindigkeit ist sehr weit oben. Ist ja auch ein Leopard. Ich würde aber gerne nochmal diesen nehmen, weil der hat mir eigentlich recht gut zugesagt. Von wo kommt denn der? Australien, Neuseeland, so um das rum, ne? Ich nehme den nochmal. Mir hat der relativ gut gefallen. Ist zwar nicht das schnellste, aber ich hatte ihn unter Kontrolle. Weil ich möchte jetzt erfolgreich sein. Ich möchte diesen Cup gewinnen. Das sieht geil aus, dieser Luftposten. Und vor allem diese Gleiter hier ist ja so ein bisschen blau-orange. Sehr guter Start. Ich denke, der Gleiter, den ich jetzt habe, ist nicht der schnellste, aber wenn ich gut fahre, kann ich relativ viel rausholen. Ach, Mist. So auf jeden Fall noch nicht. Oh, ach, bisher habe ich auch jede Farbe falsch gehabt, ne? Jetzt bin ich blau. Wow, jetzt kommt der wirklich hier krasse Sachen hier. Ui, sechster Platz. Wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Blau habe ich gesehen. Rot, blau. Okay, wir sind auf der Aufholjagd auf jeden Fall. Oder auch nicht. Der braucht nicht ganz so viel Turbo wie die anderen, habe ich das Gefühl. Hier könnten wir mehr boosten. Wahrscheinlich ist der schlechteste Gleiter, den ich genommen habe. Siebter Platz. Nur weil das schnell ist, heißt er doch nicht, dass er. Nur weil er gut, sich gut steuern lässt, muss es doch nicht. Noch nicht der längste. Nur weil es der längsamste Gleiter ist, muss es doch nicht heißen, dass der schlechteste ist. Also ich finde nicht. Aber irgendwie gerade ist der Wurm drin, ne? Vierter Platz immerhin. Vielleicht können wir noch was reißen. So nicht. Danke wenigstens, dass du mich angeschoben hast. Das habt jetzt einen mega Geschwindigkeitsschub gegeben. Also mit sauberem Fahren hol ich schon was raus. Nicht viel wahrscheinlich, aber immerhin. Man muss ehrlich sein, ich habe die Spitze bisher noch überhaupt gar nicht gesehen, ne? Wow, 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 wow. Nicht rempen von hinten, aber ich glaube, okay, Vierter. Ist nicht so schlecht. Für das, dass ich die Spitze nie gesehen habe, hätte ich es auch nicht verdient. Müller, please. Zero Industries. Vierter Platz ist Schadensbegrenzung, würde ich sagen. Geht noch schlechter. Man kann auch noch Fünfter werden, nein. Ah. Ein Vulkan. Willard, mine. Kommt Stein auf die Piste. Okay, jetzt müssen wir etwas Gas geben, ne? Ja, nehmt mir doch alles weg. Das darf nicht wahr sein, wirklich nicht. Die rempeln mich so krass ab. Ab an die Spitze, da habe ich meine Ruhe.
Und ups. Yo. Kurze Strecke wieder. Ja, only two laps to go. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele Runden. Also besser gesagt, die Rundenzahl ist nicht gerade hoch. Hier ist der zweite Platz. Hallo, zweiter Platz. Ich würde dich gerne mitnehmen. Oder übernehmen. Au. Aber der dritte hat ein Wörtchen mitzureden anscheinend. Nein! Ui! Die Anzeige unten stimmt irgendwie noch nicht ganz, ne? Zeigt relativ vielmals Erster an, obwohl ich nicht Erster bin. Gut. Ich wäre Erster gewesen. Ich möchte das nur betonen, weil ich jetzt vielleicht nicht Erster werde. Seht ihr? Es ist nämlich schon jemand überholt. Es hat mich schon jemand überholt. Meine Güte, Igel lernen reden. Lernen lesen und schreiben. Ach, jetzt fahr ab. Geh nach Hause. Mach Pippi. Oh. Lern für die Schule oder so. Wow, 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 wow. Jetzt, oh, Alter, Alter, die Strecke geht gerade richtig ab. Okay, hier ist das Ziel. Ja! Erster Platz. Was für eine gute Runde gewesen. Ah, hier ist er schon. Ja, sieht doch gut aus. Wir machen gut Punkte, gut. Wir sind Erster. Stark. Starke Leistung. Ich muss wieder noch was trinken, du. Der sieht auch wieder... War ein Portal, oder was ist das? Wir werden es gleich erfahren. Boah, dieser Himbeereistee. Kauft ihn euch nicht. Der schmeckt irgendwie... Es ist eigentlich gut, aber wenn man ihn trinkt, ist einem danach richtig schlecht. Ich weiß nicht, wieso. Jetzt, ihr fragt euch bestimmt, ja, wieso trinkst du ihn dann? Ich habe gerade nichts anderes im Zimmer. Ich glaube, ich muss ein blaues Portal haben. Vielleicht nicht. Wow, holy. Wow. Das sind lustige Portale. Ah. Wo sind die Ersten? Jetzt geht weg. Ich muss die Ersten holen und nicht ihr. Ja, noch die Runde ist etwas länger, habe ich das Gefühl. Es sind zwar nur 10 Sekunden, aber... Alter! Diese Kurve dort ist ja extrem krass. Also besser gesagt Luftkurve, oder? Okay, wir sind wieder im Geschäft. Au, das war fies, aber zum Glück waren wir auf einem Geschwindigkeitsmättchen. Der fährt wieder uns weg. Haut uns alles um die Ohren. Ja, sag nichts jetzt, wir gehen crazy. Jetzt, ich lasse niemanden durch mehr. Der fliegt irgendwo hin. Auf jeden Fall nicht auf die Strecke. Das ist okay. Darf nicht wahr sein. Das darf auch nicht wahr sein. Jetzt kommen sie von hinten auch noch. Falsch. Okay, das habe ich. Jetzt habe ich es gerade verspielt. Scheiße. Dritter Rang. Ich wollte gerade sagen, es ist nämlich noch einer nach vorne geschossen. Okay.
Das wird wieder extrem spannend, ne? 3 Punkte Rückstand auf den ersten. Oh, das wird spannend. Speedway mit viel Feuer. Oder ist das Blutwasser? Ja, ich weiß es nicht. Okay, das war kein perfekter Start, aber es war ein guter Start. Also Speedway heißt für mich eigentlich ein schnelles Rennen. Ohne viele Kurven. Das heißt, ich hätte schon wieder den falschen Gleiter. Ich habe das Gefühl, mit diesem Gleiter kann ich einfach relativ eng um die Kurven fahren. Die anderen sind schon wieder über alle Berge, ne, weil sie mich schnell überholt haben. Das ist echt krass. Krank. Kranke Scheiße da. Wow. Mit dieser Landung, es ging sie ja gerade richtig krass ab. Ist es das Ziel, dass man so landet vielleicht? Weil man verliert so fast keine Geschwindigkeit. Habe ich gerade was herausgefunden, was mir nützlich sein könnte, wenn ich es wieder spiele werde? Also, die beiden Erstplatzierten sind da vorne. Ich würde die eigentlich gerne hinter mir lassen. Okay. Läuft recht gut gerade. Man soll es aber nicht verschreien. Man soll den Tag nicht vor dem Armen loben. Oh. Das hätte ich nicht gewonnen. Also besser gesagt, ich weiß nicht, wo sich das Ziel genau befindet, jeweils. Hier fahren wir wieder eng, die anderen fahren nicht ganz so eng. Ich brauche Energie für die Landung. Alter. Ach nein. Kacke. Komm jetzt, jetzt muss ich alles rausholen aus diesem Gleiter. Ach, das war wieder so ein dummer Fehler. Verschrei es nicht, Igel. Und dann, was machst du? Zack, fast verschrien. Ach ja, super. Ach, dieser Crash mit den Farben. Ach, das ist ein zweiter Platz, glaube ich. Immerhin. Scheiben putzen muss ich heute noch. Toll, das waren die 4 Cups. Alle Strecken, glaube ich. Ich bin mir so nicht ganz sicher, ob es noch Zusatzstrecken gibt, wenn man alles abschließt. Das wird sich wohl noch herausstellen. Congratulations. Danke. Bitte. Exzellent, du hast die Subsonic Liga geschafft. Nicht exzellent, aber nicht Gold. Das dürfen die Credits sein, würde ich sagen, oder? Also ich weiß es nicht. Es sieht schon da stark danach aus. Developed by Shinen. Ja, lassen wir das mal so stehen. Richtig starkes Spiel. Also, jetzt hängt es wirklich von euch ab. Möchtet ihr nochmals Fast Racing Neo sehen? Sollen wir mal eine Multiplayer-Runde organisieren? Könnte man alles machen? Aber wenn ihr sagt, nee, haben wir genug gesehen, wenn ich jetzt wieder die gleichen Strecke fahren würde, dann würde ich es einfach privat weiterspielen. Mir macht das Spiel extrem viel Spaß. Muss aber ganz ehrlich sagen, so ganz... Also F-Zero überholt es nicht. So von der Art her. Aber es geht in die richtige Richtung.
Das ist so ein bisschen die Art an Racing, die ich liebe. Das futuristische, schnelle, das finde ich extrem, extrem gut. Und das haben sie mega gut umgesetzt. Die Grafik ist wunderbar. Die ist wirklich cool. Es passt wirklich sehr gut zu diesem 1080p 60 Frames. Das ist wirklich immer flüssig gewesen. Es ist saugeil gemacht. Und vom spielerischen her gesehen auch einsame Spitze. Wirklich. Ich finde es wirklich, wirklich ein cooles Spiel. Für 15 Euro. 15,99 oder 5. Ich hab sowieso in Franken bezahlt, ne? Irgend 15 Franken, irgendwas. Oder was, Euro? Ich glaube, 15 Franken hat's gekostet. Da kann man nichts sagen. Wirklich. Also man kann schon was sagen, aber für 15 Franken lohnt sich dieses Spiel allemal. Wirklich, holt es euch. Cooles Spiel. Bitte verspielen. Shinnen Multimedia GmbH 2015. Kommt noch was? Nein. Eine neue Liga, genau. Super Sonic. Kein neuen Gleiter. Schade. Gut, liebe Leute, das war's für das erste von Fast Racing Neo. Ich hoffe, es hat gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen möchtet. Ob wir mal zusammenspielen sollen oder ob ich weiterspielen soll im Mehrspieler und so weiter und so fort. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Besten Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao zusammen.